In درس 53 از مکالمه آلمانی است. Hören Sie diesem Gespräch zwischen zwei Freunden zu. Sag mal, kennst du Maria Braun? Nein, ich kenne sie nicht. Warum? Sie ist eine Bekannte von mir. Ja? Und? Also, sie und ihr Mann kommen morgen zu Besuch. Ja, warum sagst du mir das? Sie und Jochen, ihr Mann heißt Jochen, sie spielen beide gut Tennis und ich dachte... Ja, was dachtest du? Ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen Tennis spielen. Das ist eine gute Idee. Um wie viel Uhr? Wie wär's mit 5 Uhr? Prima. Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Sag mal, kennst du Maria Braun? Nein, ich kenne sie nicht. Warum? Sie ist eine Bekannte von mir. Ja? Und? Also, sie und ihr Mann kommen morgen zu Besuch. Ja, warum sagst du mir das? Sie und Jochen, ihr Mann heißt Jochen, sie spielen beide gut Tennis und ich dachte... Ja, was dachtest du? Ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen Tennis spielen. Das ist eine gute Idee. Um wie viel Uhr? Wie wär's mit 5 Uhr? Prima. یادتون هست چطور بگید من میشناسم. Ich kenne. با استفاده از Du. سعی کنید بگید تو میشناسی. Du kennst. Kennst. Du kennst. در این درس از فرم غیر رسمی خطاب استفاده کنید. حالا با دوست خود اریکا صحبت می‌کنید. Wie sagen Sie? می‌بخشی. Entschuldige. بگو ببینم یا فقط بگو. Sag mal. Sag mal. Fragen Sie. آیا ماریا براون رو می‌شناسی؟ Kennst du Maria Braun? Kennst du Maria Braun? آیا اونو می‌شناسی؟ Kennst du sie? Wie sagt Erika? آره، اونو می‌شناسم. Ja, ich kenne sie. Wie sagen Sie? بگید یک آشنا و منظورتون یک آشنای مؤنث باشه. Eine Bekannte. Sagen Sie. او یکی از آشنایان من هست. Sie ist eine Bekannte von mir. Eine Bekannte von mir. Erika fragt. یکی از آشنایان تو. Eine Bekannte von dir? Eine Bekannte von dir? هر دو رو با هم بگید. از من، از تو. Von mir, von dir. Von mir, von dir. Versuchen Sie zu sagen. یک آشنای خوب. Eine gute Bekannte. یک آشنای خیلی خوب. Eine sehr gute Bekannte. Sagen Sie, dass Sie mit ihr Tennis spielen. Ich spiele mit ihr Tennis.
Mit ihr? Mit ihr. Wie fragt Erika? آیا اغلب با او تنیس بازی میکنی؟ Spielst du oft mit ihr Tennis? Spielst du oft mit ihr Tennis? Antworten Sie. آره و با شوهرش هم همچنین. Ja, und mit ihrem Mann auch. Und mit ihrem Mann auch. Wie sagt man? Ba u. Manzuretun farde muzakkar hast. Mit ihm. Mit ihm. Mit ihr und mit ihm. Mit ihr und mit ihm. Fragen Sie. Dost dari ba man tennis bazi koni? Möchtest du mit mir Tennis spielen? Mit mir? Möchtest du mit mir Tennis spielen? Ba man, ba u muannas, va ba u muzakkar. Mit mir, mit ihr und mit ihm? Mit mir, mit ihr und mit ihm? Wie fragt Erika? Well then, when? Also, wann? Where? Wo? When and where? Wann und wo? Wann und wo? And with whom? Und mit wem? Mit wem? Mit wem? Tell me. Sag mal. Who is coming? Wer kommt? Wer kommt? And with whom are we playing tennis? Und mit wem spielen wir Tennis? Mit wem? Mit wem spielen wir Tennis? Who is coming? Wer kommt? Sagen Sie, we are going to play with Maria Braun. Wir spielen mit Maria Braun. And with her husband. Und mit ihrem Mann. Und mit ihrem Mann. We could play tennis tomorrow evening. Wir könnten morgen Abend Tennis spielen. Wir könnten morgen Abend Tennis spielen. I thought. Ich dachte. Ich dachte. We could play tennis together tomorrow evening.
Wir könnten morgen Abend zusammen Tennis spielen. Is that all right? Geht das? Wie antwortet Erika? I believe it works. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. That's a good idea. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Wie sagen Sie, I thought? Ich dachte. We could play perhaps from 5 until 7. Wir könnten vielleicht von 5 bis 7 spielen. Wir könnten vielleicht von 5 bis 7 spielen. Vielleicht von 5 bis 7. If you would like, remember to use du. Wenn du möchtest. What do you say? Was sagst du? Erika antwortet, That's great. Das ist prima. Wie fragt sie, Who plays better tennis? Wer spielt besser Tennis? Wer spielt besser Tennis? She or he? Sie oder er? Sie oder er? Sagen Sie, I believe he does. Does is understood. Ich glaube er. Ich glaube er. He plays better tennis? Er spielt besser Tennis? Er spielt besser Tennis? I think so. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Fragen Sie, Would you like to play tennis with him? Möchtest du mit ihm Tennis spielen? Mit ihm? And I can play tennis with her. Und ich kann mit ihr Tennis spielen? Mit ihr? Erika sagt, That's a good idea. Das ist eine gute Idee. Versuchen Sie zu sagen, A better idea. Eine bessere Idee. Bessere. Eine bessere Idee. Sie sagt, But I have a better idea. Aber ich habe eine bessere Idee. Fragen Sie, Which idea? Welche Idee? Welche Idee? She can play tennis with him. Sie
kann mit ihm Tennis spielen. Sie kann mit ihm Tennis spielen. Yes, and you can play tennis with me. Ja, und du kannst mit mir Tennis spielen. Du kannst mit mir Tennis spielen. Wie sagt man? A female acquaintance. Eine Bekannte. A good acquaintance. Eine gute Bekannte. So sagt man a male acquaintance. Wiederholen Sie Bekannter. Ter. Ter. Bekannter. Ein Bekannter. So sagt man a good acquaintance, referring to a man. Ein guter Bekannter. Guter. Guter. Ein guter Bekannter. Der Wein. Versuchen Sie zu sagen a good wine. Ein guter Wein. Guter. Ein guter Wein. And a good day. Und ein guter Tag. Und ein guter Tag. Speaking about a man, say, a good acquaintance. Ein guter Bekannter. And a good wine. Und ein guter Wein. Ein guter Wein. Wie fragt man, what did you do? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wie sagt man to say? Sagen. Versuchen Sie zu fragen, what did you say? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Und versuchen Sie zu fragen, did you play tennis? Hast du Tennis gespielt? Gespielt? Erika fragt, did you play tennis today? Hast du heute Tennis gespielt? Hast du heute Tennis gespielt? Antworten Sie, dass Sie gestern Tennis gespielt haben. Ich habe gestern Tennis gespielt. Sie fragt, with whom? Mit wem? Mit wem? Antworten Sie, dass Sie mit Maria Braun Tennis gespielt haben. Ich habe mit Maria Braun Tennis gespielt. Fragen Sie, can she play tennis well? Kann sie gut Tennis spielen? Kann sie gut Tennis spielen? Wie sagen Sie, dass sie nicht schlecht Tennis spielt? Sie spielt nicht schlecht Tennis. Nicht schlecht. And her husband?
Und Ihr Mann? Sagen Sie, he's an acquaintance. Er ist ein Bekannter. A good acquaintance. Ein guter Bekannter. Ein guter Bekannter. He also plays tennis well. Er spielt auch gut Tennis. Er spielt auch gut Tennis. But you play better tennis. Aber du spielst besser Tennis. Aber du spielst besser Tennis. Erika sagt, no, no. Nein, nein. Contradict her. Yes, yes. Doch, doch. I thought. Ich dachte. Ich dachte. You thought. Du dachtest. What did you think? Was dachtest du? Was dachtest du? I thought they could play much better tennis than I can. Can is understood. Ich dachte, sie könnten viel besser als ich Tennis spielen. Ich dachte, sie könnten viel besser als ich Tennis spielen. But you play well. Add doch for emphasis. Aber du spielst doch gut. Aber du spielst doch gut. Fine. Are we playing tennis tomorrow evening? Gut. Spielen wir morgen Abend Tennis? So sagt man Wednesday auf Deutsch. Wiederholen Sie Mittwoch. Woch. Woch. Mit. Mit. Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch literally means midweek. Sagen Sie, tomorrow is Wednesday. Morgen ist Mittwoch. Prima, bis morgen. Do you remember how to say quarter, referring to time? Viertel. Das Viertel. Now suppose you and a friend are reviewing your tennis schedule for the week. How do you ask, at what time are we playing? Um wie viel Uhr spielen wir? Um wie viel Uhr spielen wir? Ask, at what time are we playing on Tuesday? Um wie viel Uhr spielen wir am Dienstag? How does he answer? At a quarter past two. Remember, a is understood. Um Viertel nach zwei. Um Viertel nach zwei. You remember a different time. Say, I believe we're playing at a quarter to three.
Ich glaube, wir spielen um 3:15. Ich glaube, wir spielen um 3:15. How does he ask? At what time are we playing on Wednesday? Um wie viel Uhr spielen wir am Mittwoch? Um wie viel Uhr spielen wir am Mittwoch? Answer: At 1:15. Um 1:15. Um 1:15. How does he disagree this time? I thought we were playing at 1:15. Ich dachte, wir spielen um 1:15. Ich dachte, wir spielen um 1:15. Ask, and Thursday? At what time are we playing on Thursday? Und Donnerstag? Um wie viel Uhr spielen wir am Donnerstag? How does he answer? I believe we're playing at 3:45. Ich glaube, wir spielen um 4:15. Say, yes, I believe we're playing from 3:45. Ja, ich glaube, wir spielen von 4:15. Until 4:15. Bis 4:05. Bis 4:05. He says, great. Prima. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track 2.